Möge die Reise beginnen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV. Noch hier aus dem schönen Bad Dürheim im Schwarzwald. Denn, ja, alle Jahre wieder, es geht in den Urlaub hinein. Und so eine lange Liste an Leuten, die sagen, komm sie mal besuchen. Echt jetzt? Ja, andere freuen sich. Ich glaube nicht. Andere sagen, nee, jetzt nicht. Im Winter dann? Winter. Im Winter bin ich daheim. Ja. Also habe ich natürlich wieder einige telefonisch informiert, dass die Möglichkeit besteht, dass ich Hallo sag. Die sind alle happy und freuen sich. Ha. Wer das ist? Ja, das seht ihr jetzt in dem Video. In dem Fall viel Spaß. So, nach kurzem Trip über Frankreich, ohne Video, ohne Kamera, muss auch mal sein, ne? Habe ich jetzt hier auf diesem Kanal Köln erreicht. Da seht ihr den Daumen, ne? Der Daumen von Kölle. Und ja, jetzt wollte ich zum Mobahändler im Aachener Gürtel und der hat zu. Also hier in Köln rupft es auch, die Mobahändler, also nicht nur in ja, dem Rest von Schwarzwald und Co., ne? Sondern auch hier in einer Großstadt wie Köln rupft es die Läden. Schade eigentlich, ne? Auch hier in der Innenstadt sehe ich immer mehr Leerstände und frage mich halt, wie kommt das zustatten, ne? Gut, wir fahren jetzt gleich mit was. Ich zeige es euch nachher mal kurz. Wenn ihr übrigens sehen wollt, was sonst noch passiert ist, auf meinem anderen YouTube-Kanal einfach Markus, kommen da die Vlogs, was nicht mit Eisenbahn zu tun hat. Ich gehe jetzt nachher zum anderen Händler, mal gucken, ob ich da Erfolg habe. Ja, weiß noch nicht, wie es ausschaut. Also, bis gleich. Natürlich muss man das Bähnle fahren. In dem Fall nehmen wir jetzt das Schokobähnle. Es gibt noch das Zoobähnle hier in Köln. Die zwei fahren. Das Zoobähnle ist ja vorher gerade durchs Video gefahren. Das ist jetzt das Schokobähnle. Das filme ich dann am Schluss nochmal. Und naja, so hat man doch einen Bezug zu einer Bahn, ne, oder Eisenbahn, ne, wenn das Bähnle hier fährt. So, das war das Schokobähnle, mit dem wir gerade gefahren sind. Und mit dem wir nachher wieder wegfahren. Ja, da ist der Modellbahnschub Lindenberg. Ja, und da gehen wir jetzt mal rein. Ja, leider habe ich natürlich vergessen, im Laden zu filmen vor lauter Schwätzeln mit dem Herrn Lindenberg. Ne? Aber wir werden uns wieder in Göppingen an der IMA treffen und ja, schauen wir mal, was noch rauskommt. Jetzt bin ich wieder hier in Köln am Dom und schaue auf den Bahnhof. Oh, da steht gerade ein ICE, ne? Und naja, schauen wir, ob der noch abfährt, ob ich drauf kriege oder nicht. Und später dann, wenn ich im Hotel bin, zeige ich euch mal, was ich alles so jetzt bei Modellbahn Lindenberg eingekauft habe.
So, wieder im Hotel angekommen. Ja, ich habe ja gesagt, wenn ich wieder da bin, zeige ich euch mal, was ich heute vom Lindenberg gekauft habe. Also, ran an die Buletten. Als erstes natürlich Büsche von Heki. Hellgrüne und natürlich auch dunkelgrüne. Jetzt habe ich wieder genügend für zu Hause. Dann habe ich mir natürlich, wie soll es anders sein, ne, die Rotkreuz-Fahrzeuge hier geholt. Ne. Die es zusammen mit dem neuen SAR-Hubschrauber der Bundeswehr gibt. Das ist ja eine Bell früher gewesen. Jetzt ist ja auch eine EC-135, beziehungsweise 145, je nachdem, wie und wann wo. Ja. Und dann natürlich Rail Adventure Schiebewandwagen. Die Kollegen der N-Fraktion haben die ja schon zuhauf und zeigen immer ihre schönen Videos. Aber ich hatte sie noch nicht, aber jetzt habe ich zwei Stück in H0 bekommen. Und ja, sie sind natürlich etwas zu leicht, ne? Muss man beschweren. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich zu Hause bin, wie ich das mache. Genau, so schaut's aus. Ja, schöne Sachen. Bin jetzt kaputt. Ist doch sehr heiß hier in Köln, ja. Und egal, morgen geht's weiter hier. Dann schauen wir mal, wo wir dann sind. In Köln, bei welchem Mobile-Händler und ob ich da was finde. Ihr dürft gespannt sein. In dem Fall, bis morgen. Ja, schönen guten Morgen, ein neuer Tag und weiter geht's. Und wo wir jetzt hingehen, das seht ihr gleich. Ne? Hier, ne, schön illustriert, wie Köln so läuft. Ne? Mit der Seilbahn, die auch schon gefahren. Naja, aber wir machen MOBA-technisch weiter. So, wir haben die Ritterstraße erreicht in Köln. Jetzt gucken wir mal, dass wir hinkommen. Da wird gerade Schild aufgestellt in der Ferne. Da hat er es hingestellt. Und da haben wir unser Ziel erreicht. Der Donnerbüchse in Köln. Jetzt gehen wir rein. So. Ziel erreicht und so sieht's aus. Alle versteckelt. Ach, da köpft der Kopf. Servus. So, ne, seht das? So sieht's aus aktuell hier. Schon lange nicht mehr da gewesen. Aber gleich wiedererkannt. Gut, dann gucke ich jetzt mal, was ich suche. Wir hören uns später wieder. So, dann habe ich jetzt was gefunden, allerdings nur ein kleines LKWchen. Ja, und da steht es jetzt drauf eben, aus Österreich, Bludesch. Ne? Wenn das drauf steht, ist es okay. Und auf den anderen, wo ich habe, da steht eben Schweiz drauf. Also von dem her relativ egal. Vögel, Spedition, super geil. Und ja, die Donnerbüchse hier, die hat jetzt eine Homepage, einen Online-Shop sozusagen. Ne? Die Adresse blende ich dann hier unten ein. Müsst ihr da mal reingucken. Hier gibt es vieles von N, von H0, Gleich- und Wechselstrom und vieles mehr. Einfach mal nach und nach in den Online-Shop reinschauen. Seit 1. September ist der online und wird immer Stück für Stück erweitert. Also reinschauen lohnt sich und Schnäppchen machen zweimal. So, die Donnerbüchse habe ich verlassen und bin wieder auf dem Weg. Ja, hier in Köln rum. Ja, und wenn man mich anspricht, das sage ich ja immer, ne? Wenn man mich erkennt und sagt, hey, du bist doch der Modelleisenbahnträume da, ne? Dann kriegt man eine Autogrammkarte. So ging es jetzt gerade auch einem Kunden in der Donnerbüchse, der hat gesagt, bist du nicht der aus YouTube? Und sage, yep. Und dann kriegt er eine Autogrammkarte. So einfach läuft es. Also traut euch, ne? Ich beiß nicht. So, jetzt geht's wie gesagt weiter und mal schauen, was wir noch filmen können und wen wir treffen. Thank you.
So, mittlerweile bin ich wieder in Frechen angelangt und ich finde es hier ja mega, denn ihr seht es hier, Schienen. Ja, und hier fährt die 7 nach Benzelrad, ne, durch die Fußgängerzone hier in Frechen. Ich hoffe, ich erwische sie noch. Ich bummel nämlich gerade hier ein bisschen rum. Schauen wir mal, ob ich sie erwische. Jetzt dachte ich, sie kommen von vorne. Jetzt kam sie von hinten angeschlichen. Aber man hat es ja gesehen. Ich finde es mega, dass die hier durchfährt. Und ja, wo hat man das? Ne? Ich glaube, die eine Molly heißt die, glaube ich, eine Dampflok, die fährt, glaube ich, auch irgendwo durch die Innenstadt. Da sieht man, glaube ich, ein Unfallbild, wo ein Mercedes da nicht aufpasst und reinknallt, aber so. Ja gut, hier hat sie ja auch wegen Probleme, wenn die Lieferdienste kommen oder so. Dann muss sie mal langsam machen und fährt auch sehr langsam hier durch die Innenstadt durch. Ja. Aber ich finde es eine geile Sache. Ne? Und na gut, für mich geht es jetzt weiter und wir sehen uns beim nächsten Ziel. Ein neuer Tag. So, weiter geht's zum nächsten Ziel. Das ist jetzt abgeklärt und die freuen sich schon unheimlich drauf, dass wir kommen. Also seid gespannt, was jetzt MOBA-technisch besucht wird. In dem Fall bis gleich. Fort. So, das Ziel ist erreicht. Jetzt schleichen wir uns mal ganz langsam hier an. Genau. Und gucken mal, wo wir sind. Und wer die Klingel, die Tür aufmacht, wenn ich klingel. So. Da sind wir. Jetzt klingeln wir halt mal. Gar kein Name dran. Die Hunde bellen schon. Und wer macht auf? Guten Tag! Hallo! Tada! Die Monika! Ziemlich pünktlich geschafft! Ja, so guckt mal an, da ist die Monika. Ja. Hi! Ich freue mich, dass du da bist. Ja, wir uns auch. Ja. So, wir sind hier drin und da hinten versteckelt sich auch im Sonnenlicht der Rolf. Hallöchen, habe noch gar nicht Hallo gesagt hier, ne? Hallo. So, Besuchsplatz 502 war es zuletzt, ne? Und so schnell kann es gehen, und ist Platz 1, ne? Und das ist jetzt die Anlage von Monika. Wohnzimmer. Schön, die Wohnzimmeranlage. Aber schön, das gefällt mir, das Holz, gell? Holzkohle. Das ist cool, ja. Aber die hörst du den Motor meistens gar nicht. Ja, wenn der richtig fährt. Von der 103 TE. Ja, ja. Neuen Motor jetzt nicht. Ja, das kennen wir ja. Das ist die typische Aussätze da. Ja, und schön viele Häuser schon in Vorbereitung. Und das wird der Hauptbahnhof hier oben, oder? Ja, das ist der Hauptbahnhof. Von oben ein bisschen so, wo die Stadt dann da stellen, die da drauf kommt. Also. Und hier unten die alte Märklin-Drehscheibe? Ja. Funktioniert sie? Ja. Die funktionieren, ne? Nicht so wie die neue. Und das ist euer BW dann, oder? Ja, und ein paar Güterwagen abstellen. Die müssen wir auch noch dran bauen hier. Kommt noch. Da kommt sie ja schon da unten. Das ja. Die schön, schön. Ja, und hier drüben geht es natürlich weiter. Das sieht natürlich auch genial aus. Viel Baustelle noch, viel haben sie vor und die Brücke gefällt mir auch. Achtung, Monika. Seht ihr das? Ja? Das finde ich phänomenal, so eine Brücke. Einfach geil, ja. Und hier unten im Keller haben sie ihr Bastelzimmer,
sozusagen, wie sie sind, ne? Da basteln sie immer, bauen Häuser, bauen Anlage. Da kann man auch mal schön gesellig zusammensitzen, ist echt geil hier, so, ne? Muss man schon sagen, gefällt mir, ne? Und da haben sie natürlich schon die Bausätze, die nächsten hier, die Kohlezeche und so weiter und da unten ein paar Sätze. Also noch viel, 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 viel Potenzial zum Bauen. Ja, und Wandloch, ich liebe es. Ja, das ist gut. Naja, merkst du mal nie. Ja. Muss man nicht leben. Nein, das ist gut. Glaubst du, es ist eine Vollwand? So, da haben wir ja den Wendel und den hast du selber gebaut. Ja. Wie hast du das gemacht? Da ich ja keine Ahnung hatte, habe ich mir erst 1,5 Umdrehungen eingekauft und habe davon dann praktisch die Maße abgenommen von diesen einzelnen Trassenbrettern. Okay. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, warum machst du nicht einfach noch ein Stück gerade zwischen 18 cm zwischenbauen und dadurch wird die Steigung ja flacher. Richtig. So habe ich das auch gemacht. Und was passiert jetzt hier noch? Hier kommt noch ein Deckel drauf. Okay. Was wird das dann, im Berg oder? Nö, Stadt. No, ja. Also einfach Stadt. Ja. Kommt eine Brücke, Verbindungsbrücke rüber. Und praktisch hier verschwindet, kann man den Zug dann sehen. Also hier verschwindet er dann im Tunnel. Ah ja. Ja. Nicht schlecht dann. Das habe ich gemacht, damit man. Was Miniatur Wunderland kann, kann ich auch, habe ich mir gedacht, dass man reingucken kann und man kann, wenn es sein muss, die Platte rausziehen. Das ist besser wie ich, ne? Ja, da kommst du wenigstens hin. Ja, und ansonsten ist Monika von unten. Die kommt besser dazwischen. Ja, das passiert nichts mehr. So, und die Monika ist verrückt. Die muss uns jetzt bekochen, ja, ihr seid doch alle nicht mehr ganz da oben, wir müssen uns doch nicht bekochen, wenn wir euch besuchen kommen. Wir kommen doch euch besuchen, um die Moba zu sehen. Da ist Schnitzel drin. Und nicht um verspeist, verköstigt zu werden, so heißt es. Also verspeisen tue ich euch nicht, also noch nicht. Also ich glaube, ich muss langsam mal bei Palorna anrufen und sagen, ich will da ein bisschen Geld dafür, für den Umsatz, den ich da bringe. Standesgemäß ist Paulaner Spezi zum Trinken. Prost, Frau. So, lecker essen. Fleisch, Kartoffeln, Salat und Spezi. Da geht's doch einem gut, ne, hier. In dem Fall, guten Appetit. Guten Appetit, ja. Danke. Ja, war einen guten Hunger. Babala. So, auch im Keller sieht es schön aus. Das ist so das Dino und Fantasy World. Ne? Oh. Oh, das sieht man ja selten noch. Das Alpha-System, ja, von Märklin. Und da drüben nochmal eine Alpha-Lok, cool. Ja. Und hier natürlich schöne Gebäude und Dinos, ne? Ja, wir waren ja auch im Dino-Park, ne? Das seht ihr dann auf einfach Markus einfach, ne? Mhm. Hier sind die Dinos auf der Bahn und hier oben geht es natürlich auch rum mit der LKW-Flotte und schönen Bergen und hier rüber geht's über die Brücke. Und das finde ich ja auch cool hier. Sieht ja wirklich schön aus hier. Also super. Da drüben auch. Und jetzt kommt auch noch eine Lok. Der Luca und der Gino, ne? Guck mal hier, Gino und Luca. Aber nur mit einem Wagen, weil sie alle umkippen. Vielleicht könnt ihr meinem Rolf einen Tipp geben, was er machen kann. Dass das nicht mehr passiert in den Kurven. Ihr seid ja da die American-Experten. Fünf Stück gehen. Weil er hat hier so schöne Wagen sich gebaut.
Und er kann nur mit 5 Stück fahren, mehr nicht. Wahrscheinlich kann man, wenn man nur geradeaus fährt, ohne Gebirge wird es gehen. Vielleicht habt ihr einen Tipp für ihn, Gino oder Luca, ne? Auch eine schöne Brücke hier. Und da hinten schönes Industriegebiet. Ja, die kommt noch woanders hin. Die steht da nur. Gefällt mir. Und dann, ja, dann geht es natürlich durch die Wand. Da haben wir einen Wanddurchbruch. Und da oben auch. Und da ist jetzt schon die Baustelle für die neue Strecke hier. Und auch hier wird es mal rumgehen irgendwann. Aber ganz einfach, wenn ihr auf YouTube schaut, Rolf Gärtner. Ja. Mit Garten, nur mit Ä. Ja. Gärten. 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 Garten, Gärten. Ja. Gärten. Ja. Also Rolf Gärten, ich blende es mal ein oder ich mache es in die Beschreibung unten rein. Da ist der YouTube-Kanal, da könnt ihr dann nachverfolgen. Ich sage euch einfach danke, dass ich da sein durfte. Ich danke auch dir, dass du da warst. Dass es mal funktioniert hat. Ne? Ja. Ja, unverhofft ist oft. Ne? Deshalb schön. Geduld haben. Manchmal ist man ganz schnell von 500 auf 1. Ja. In diesem Sinn. Wir gehen jetzt weiter. Wir haben noch weitere Termine. Also seid gespannt. Bis später. Ja, jetzt geht es weiter auf der Reise. Ne? Monika und Rolf, vielen Dank für Speis und Trank. Ne? Und für die nette Zeit und die Erklärung eurer Anlage. Ja, kurz, aber knapp war es heute. Ne? Aber ich hoffe, es hat trotzdem euch gefallen, dass wir da waren. Mir oder uns hat Spaß gemacht. Ne? Und wir sehen uns ja bald wieder. So, wir gehen jetzt weiter und sehen uns dann beim nächsten Ziel. So, hier in Hannover bin ich jetzt mal in den Train und Play KG hängen. Das ist dieser Laden hier. Ja. Und naja gut, hier vorne hat er so geile Sachen, also diese ganze Tüte hier zum Beispiel, ja, 25 Euro, also das ist nicht schlecht, Herr Specht, ne? Und wie gesagt, hier ist der Eingang und so sieht es da drin aus, aber ich gehe jetzt mal rein und sage euch nachher mein Resümee. So, Laden verlassen. Na, drin habe ich lieber nicht gefilmt, war zu viel los, zu viele Leute, nicht, dass es nachher Ärger gibt. Ja, ich habe einiges gekauft. Der Laden ist riesengroß. Ja, gut, die Mitarbeiter haben ein bisschen, manchmal, wenn komische Ansichten. Ja, sagen wir mal nichts. Okay, jetzt zeige ich euch mal, was ich gekauft habe. Natürlich ein Schweizer Laster. Ja. Uhr und Taschenmesser. Ja. Und dann habe ich natürlich hier Joker. Na, das muss natürlich sein, dieser Laster war auch im Angebot, super. Dann habe ich so 6 von diesen Bäumen, die letzten, die im Angebot waren, habe ich gekauft. Und dann habe ich natürlich noch größer ein MAN von Zirkus Krone. Ich liebe MANs, diese Fahrzeuge, wo so aussehen, die LKWs. Ich mag die unheimlich, weil ich so einen schon selber gefahren bin, als Kind mitgefahren bin. Der hat sich eingeprägt bei mir und die sind leider verschwunden. Manche gibt es noch, aber viele nicht mehr. Und ja, als ich den noch selber fahren durfte, das war natürlich herrlich damals. Ne? Und naja, jetzt habe ich noch mal einen in Zirkus Krone Version. Ja, das heißt, es geht jetzt weiter, ne, mit der Straßenbahn hier noch in Hannover rum. Ich denke, viel Film wird man nicht hier sehen, auch auf einfach Markus nicht, weil es einfach zu heiß ist und zu viel los ist. Ja, wir sehen uns spätestens wieder, wenn es zum nächsten Besuch geht. Der steht nämlich jetzt dann fest und an. Ja, wir haben Hamburg Hauptbahnhof erreicht. Hier ist natürlich brutaler Umtrieb, ne? Im Vergleich zu unserem Bahnhof zu Hause. Ja, und jetzt können wir mal gespannt sein, wen wir hier in Hamburg besuchen. Ja, dann melde ich mich gleich wieder vor Ort. Außer ich filme noch einen schönen Zug bis dahin. Ja, und die Züge, wie bei uns, Doppelstock in Rot. Ne? Ich bin ja mit einem Metronom gekommen. Gleiche Bauweise, bloß halt andere Farbengebung. Ne? Aber der steht woanders leider.
So, jetzt wollen wir mal gucken, bei wem ich gelandet bin hier in Hamburg. Jetzt fliege ich auch noch selber auf die Gosche. Ich muss nämlich hier erstmal bergsteigen. Und, na, kennt's schon jemand? Erkennt's schon jemand? Erkennt's schon jemand? Nein? Aber gleich. Da steht da, der Emma. Hallöchen. Moin, moin. Und danke, dass ich kommen durfte. Ja, sehr, sehr gerne. So, jetzt gucken wir mal die Anlage an und... Ich mach erstmal Sicherheit zuerst. Oh ja, guck mal, er schiebt das Loch zu, dass ich nicht runterfall. Nicht, dass nachher heißt hier Mordanschlag auf Modelleisenbahn Träume. Das ist ja blöd. Da hat man jetzt so ein bisschen drauf gesetzt. Wollen wir nicht. So, mobatechnisch geht's weiter hier. Naja, das ist die schöne Schiebescheibe. Die finde ich ja so geil. Wie meine Drehscheibe. Und sie funktioniert, ne? Nicht so wie meine Drehscheibe. Aber schön. So, und ich finde ja den Bahnhof mega geil. Warum? Ne, fragen sich jetzt viele. Na, weil er Platz hat. Leute, schaut euch mal das an. Ja? Wenn ich hier in die Tiefe gehe, was ist das hier? Der Wunschtraum jedes Modelleisenbahners, so eine Länge zu haben. Brutal. Und hier ist die Baustelle. So, aber da zeige ich nicht viel von, weil das könnt ihr selber mal gucken auf seinem Kanal. So, und hier in Schönsilvia, da ist wohl Bob Marley zu Besuch gerade. So wie das hier raucht. Und das ist natürlich das mega geilste. Der Harry Potter mit Hagrid. Also das ist schon mal so das mega geilste. Und natürlich der Bahnhof an sich. Da blitzt. Ja, und siehst du auch, wer geblitzt wird? Kannst du es erkennen? Es ist eine junge Dame, die eine bestimmte Handform hat, die in Rot. Ach, die Bundeskanzlerin. Ex-Bundeskanzlerin. Die Ex-Bundeskanzlerin da drüben, jetzt sehe ich. Ich sehe zwar, dass sie fotografiert, selfie-technisch, aber da wird unscharf, Leute. Guck. Klar, das ist natürlich CDU, da wird meine Kamera unscharf, gell? So. Und da hinten, da steht von SüdExpress die Lok. Die gucken wir uns nachher mal genauer an. Also, ich mir. Ihr könnt ja hier auf Emma73 schauen. Und dann seht ihr mehr. Geile Videos, schön erklärt. Und... mal gucken, was wir noch sehen hier in Schönsilvia. Ja, Emma steuert übrigens über die CS3 Plus. Aber gut, ich bin halt der Ecosman jetzt. Und hier über PC-Steuerung. Rockrail Train Controller Gold ist das. Ja, und eben... noch kurz, dass ihr auch mal seht, was für ein mega, mega, mega Schattenbahnhof er hat. Das ist schon phänomenal auf der gesamten Länge. Ja? Da könnte man neidisch werden. Ja, klar, neidisch ist immer so ein Punkt, ne? Oh, jetzt wird's ernst, Leute, jetzt wird's ernst. Es ist wirklich phänomenal, wie es hier ausschaut, muss ich schon sagen. Und ja gut, hätte ich die Platzverhältnisse auch, dann wäre das bei mir auch anders, das ist klar. Aber so hat jeder seinen eigenen Charme. Ne? Und ich finde das mega hier. Also ich kann mich gar nicht satt genug sehen.
Grins, Grins. So. Ja, Emma, schön, dass ich kommen durfte, wie gesagt. Ich bin ja beeindruckt von deinem Reich hier. Was schätzt du oder weißt du, wie viel Meter Gleis du hier liegen hast? Das ist eine gute Frage. Also wissen tue ich nicht, weil schätzen. Ich weiß, dass im Schattenbahnhof mindestens 63 Meter liegen. Was interessant ist, wie viel Meter so ein Wendel hat. Das habe ich nämlich beim dritten Schattenbahnhof gemerkt, dass ein Wendelkreis 5 Meter sind. Wenn man das mal 2 nimmt, sind das 10 Meter. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder liegen da mindestens auch 60 Meter. Drüben normal bestimmt 60 Meter. Drei Schattenbahnhöfe sind 180 Meter, 240 Meter mit den Wendel. Dann hier oben, also 400, 500 Meter schätze ich mal. Locker. Was hast du hier vom Schenkel, Einfahrt da vorne, quasi auf der breitesten Seite hier die Länge? Von hinten bis vorne? Das müssen 13 Meter sein, 13 bis 14 Meter. Ah ja, das ist heftig, ja. Und das mindestens mal 2. Ja, das summiert sich. Das glaube ich auch. Man unterschätzt das. Es ist natürlich über viele, viele, viele Jahre immer was dazugekommen. Und ich habe es jetzt gesehen. Ich habe hier um die Ecke, das sieht man jetzt nicht, habe ich so einen Papphaufen gemacht, um einfach mal zu schauen, wie viel Material ich im Schattenbahnhof verbaut habe. Und das ist nur Material von 5 Gleisen, weil 2 Gleise konnte ich von gebrauchten Schienen von meinem Stiefvater übernehmen. Wie viele Züge, Wagen hast du so? Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Ich schätze, es sind so um die 40 bis 50 Züge. Komplettzüge, oder? Genau. Was ist da so dein Liebling? Alle. Wirklich alle. Ich habe keinen Zug, den ich nicht mag. Es gibt keinen Zug. Ich würde ihn sonst auch verkaufen. Ich mag jede Lok, ich mag jeden Zug. Jeder hat irgendwie einen Grund, warum er in Schönsilver fährt. Ja. So, gut. Na, dann haben wir so einige Fragen beantwortet bekommen oder so teilweise, ja. Wenn ihr mehr wissen wollt, Emma73 auf YouTube. Anklicken, abonnieren, liken, genau. Anschauen von A bis Z. Nee, lohnt sich echt. Wie gesagt, danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir Spaß gemacht und ja, ich fachsimpel jetzt noch ein bisschen hier mit Emma und wir sehen uns dann später nochmal. Es war mir eine Ehre, dass du bei mir warst. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Du bist natürlich gerne eingeladen bei mir. Ja, ich war ja gerade in der Ecke. Mal gucken, wann ich das nächste Mal in die Ecke komme. Genau, das kriegen wir schon mal irgendwann hin. Denke ich auch. Gut, bis später. Ciao. So, wir sind wieder am Bahnhof Hamburg abgesetzt. Und hier eine schöne Schweizer 193. Gerade noch erwischt. Mit dem Zug nach Stockholm. Wunderbar. Ich fährt es ab. Sobald die Sache mit dem Fahrgast da geklärt ist, der die Tür blockiert. So ein Spackos.
So, angekommen wieder in Hannover. Ich wollte nochmal Danke sagen an deine Frau und dich, Micha, für die netten Stunden und die tolle Verköstigung. Ihr wart echt toll und super. Und ja, mit dem Metronom sind wir zurückgekommen. Aber ich werde keinen Metronom kaufen. Nein, nein. Keine Sorge. Das ist nicht mein Zug, der im Süden nichts so zu suchen hat. Der bleibt hier im Norden. In dem Fall, mal gucken, ob ich noch drauf kriege oder nicht. Aber auf jeden Fall seid ihr auch herzlich eingeladen bei mir. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke, danke, danke. Und jetzt schauen wir mal, was sonst noch passiert hier. Vielleicht kriege ich ihn noch drauf oder auch nicht. Das letzte Urlaubsziel in diesem Jahr erreicht, also in diesem Sommerurlaub sozusagen, ne? Freundlicherweise darf mein Baby hier ein bisschen Saft tanken. Ja, wo wir sind, das seht ihr gleich, ne? War ja schon mal hier, aber ganz kurz, heute ein wenig länger, aber viel seht ihr nicht, denn ich bin ja da besuchstechnisch und weniger mobatechnisch, aber ein bisschen Moba machen wir schon noch, aber das seht ihr gleich. Ja. Jetzt bin ich auf jeden Fall da und bis gleich. Da sind wir wieder im Keller. Und ich mach mal. Ja. So, Tür geht auf. Und da haben wir den Gerd. Hehe. Sag mal Hallo. Grüß. Ganz erstaunt, gell? Heute haben wir ein mehr Zeit. Mhm. Das letzte Mal. Ich mach mal hier einen Schwenk. Ja. Und naja. Ich habe ja gedacht, ne, wenn ich dich schon mal sehe, guck mal, dann schenke ich dir einen Waggon aus der Heimat. Und zwar ein Fürstenberg-Waggon. Mal, mal kurz zeigen, dass er. Ne, da steht nämlich Fürstenberg drauf. Unser Bier aus Donaueschingen. Oh, danke schön, Markus. Und der passt doch bestimmt hier schön auf die N-Anlage. Rollendes Material. Genau. Da du ja in letzter Zeit so viel Pech hattest, ne, statt eine Menge Schotter, eine Menge Wasser hattest. Ja. Aber nochmal Glück gehabt hier mit der Eisenbahn. Mhm. Dachte ich, ich musste mal gucken nochmal schnell in Ruhe mit mehr Zeit, weil wenn sie nachher wegschwemmt, dann sehe ich sie nicht mehr. Mhm. Nein, Spaß beiseite, das ist ein ernstes Thema gewesen. Glück, weil wenn ich überlege, so tief wie hier die Eisenbahn in deinem Schuppen steht, wenn da Hochwasser hier reingekommen wäre, richtig, das wäre zuerst alles abgesoffen und weggeschwemmt und das wäre ein immenser Schaden gewesen. Ja. Also noch mal ein blaues Auge gehabt. Ja. Ich würde aber heute nie wieder mehr eine Eisenbahn in den Keller bauen. Das ist, die ist jetzt über 30 Jahre alt. Die hat jetzt fast Geburtstag, 33 Jahre. Und aber ich hänge so sehr dran. Aber wie gesagt, wir hatten in Braunschweig so ein schweres Unwetter. Das habe ich ja noch nicht erlebt, solange ich hier lebe. Und da war ja die Stadt unter, dann brauchen wir bloß mal im YouTube gucken oder irgendwo Hochwasser Braunschweig eingeben. So war es auch bei uns in dem kleinen Dorf bei Braunschweig-Essehof. Und ich habe wirklich mit meiner Frau gekämpft. Hier vorne ist ein Treppenaufgang, da stand das Wasser so hoch, das hat es ihr reingedrückt in den Keller. Und das Erste, was ich mir gekauft habe, ist eine
eine Tauchpumpe. Und wir haben alles hier rausgeräumt soweit und das alles trockengelegt. Aber man riecht immer noch so eine gewisse Grundfeuchte. Ich lasse hier Tag und Nacht, zum Glück habe ich eine Solaranlage, wo es nicht so teuer wird, lasse ich den Luftentfeuchter laufen und man glaubt gar nicht, was da von der Feuchtigkeit überall aus dem Haus noch rausholt. Also, ja klar, das Wasser zieht halt ins Gemäuer und da verteilt sich's, ne? Ja, wunderbar. Das Klima hier, ich lüfte auch immer und ich hoffe doch, dass ich es irgendwann wieder trocken kriege. Aber mittlerweile ist immer so beklemmende Angst immer. Ich gucke schon immer aufs Regenradar, wenn die nächsten Unwetter kommen. Ja, das ist schlecht natürlich, ne? Aber hast du ja nochmal Glück gehabt. Und jetzt hoffen wir, dass das auch bald. Sonst muss halt hier um deinen Keller rum so eine Art gläserne Paschen bauen. Wenn das Hochwasser kommt, muss es erst mal 2 Meter hochgehen, dass es hier reinfließt. Aber nee, mit Wasser darf man nicht spaßen. Ne? Nee. Und naja, jetzt haben wir ja nochmal, oder du musst ja sagen, du hast jetzt nochmal Glück gehabt, ihr zwei. Ne? Mhm. Und hoffen wir, dass es auch so bleibt. Ne? Naja. Na, wenn nicht, musst du doch neu bauen. Ja, da weigere ich mich. Oder alles abreißen und kaputt machen. Nee, das wäre eigentlich schade. Also wenn die Anlage hier würde verschwinden, würde die sozusagen, wie sie alle sagen, der Kettensäge zum Opfer fallen. Das ist alles so verbaut, die ist im Prinzip so passgenau hier eingebaut worden in den über 30 Jahren. Und im Endeffekt müsstest du nur eine Lösung finden für deine Abstellung unten, dass die nicht so tief sind, sondern woanders sind. Ja? Und dann könntest du mindestens einen halben Meter Wasser hier vertragen und die Anlage wäre trotzdem noch gut. Aber Feuchtigkeit ist Feuchtigkeit. Nee, ist logisch, aber ich meine es halt vom reinen Prinzip her. Ja. Ich meine, da wird es dann, wenn es wieder so wäre, alle raus und schnell woanders hin. Genau. Ja. Im Prinzip fahren die analogen Loks mit einem ganz fetten Spur 1 Decoder, der ist so unten unter die Anlage gebaut und der wird mit Funktionstasten angesteuert und dann nehmen wir jetzt mal, um dir das zu zeigen, eine analoge Lok. Ich weiß nicht, ist die Anlage stand jetzt lange? Nehmen wir den hier an. Nicht schlimm, aber wenn ich das mal sehe hier. Na? Das kann ich umschalten auf. Na? Ich finde es schon faszinierend, die Dockingstation von dir. Das ist jetzt ein analoge Lok, oder? Die ist lange nicht gefahren. Das war ein M-Bahner. Ich finde das mega, weil jetzt ist mir auch immer klar, wenn du die Videos zeigst, da kommen ja immer so viele unterschiedliche Züge. Ja. Aber jetzt sehe ich das erst schon mal, wie das richtig angedockt ist und funktioniert. Das finde ich mega geil. Ja, das ist jetzt ein analoger Zug. Ich habe nicht jeden Zug digitalisiert, aber so Stück für Stück mache ich das. Und mich hat das immer damals so gestört. Wenn du digital darfst du nie eine analoge Lok fahren. Ich will auch nicht jede digital umbauen. Und ich habe ein System gefunden, dass die analogen Loks genauso fahren, bloß jetzt nicht so unabhängig abstellen. Das analoge Abstellen bleibt weiterhin. Aber Fahreigenschaften wie eine digitale, Last geregelt. Die Beleuchtung bleibt immer konstant, wie bei einer digitalen Lok. Weiß nicht, ob ich alles richtig jetzt gestellt habe. Aha, ist interessant, ja. Ja, und ich fahre alles mit der Digitalzentrale, auch die analogen Loks. Also kein Trafo, die Trafo sind bei mir historisch, die sind für Weichen und Beleuchtung, die lasse ich auch. Und jetzt fahren wir mal wieder zurück. Ja, hier sieht man ja auch, wie die anfährt. Alles, das kriegst du mit keinem Trafo hin. Ich hatte früher einen Heißwolf-Regler für einen Analogbahner, aber selbst da gibt es, sagen wir mal, Grenzen. Aber hier im Prinzip läuft das alles mit meiner digitalen analogen Lösung. So, wenn ich ja jetzt da oben die 103, die ist jetzt, sagen wir mal, eine digitale Lok. Ich stelle jetzt, sagen wir mal, den analogen Zug ab.
bleiben weiterhin die Stoppstellen. Und jetzt schalte ich um auf digital. Ja, da habe ich in der Systemanzeige. Drücke ich da drauf. So, jetzt ist Digitalstrom, der anliegt. Da ist die 103. Und die fährt die jetzt digital. Na, mal gucken, hab lange nicht gespielt. Mal erstmal wieder. Ich soll mal wieder lernen, wie es geht, oder? Ja, so ungefähr. Hoffentlich gibt es keine Vorführeffekte, du weißt ja, ne? Wenn man irgendwie Videos dreht. Mhm. Kenn ich. Da denken die immer im Video, das geht alles so perfekt. Das hatten wir gestern bei... Da wird man ja jetzt bestimmt schmunzeln, wenn man ein gewisses Zweck was drehen will. Oder? Das hatten wir gestern auch bei Emma. Da mussten wir auf den Zug wieder, ne? Da hat uns wohl auf den Zug bringen. Dann haben wir schnell die Züge runtergefahren und dann haben wir eine Sekunde nicht aufgepasst. Und radwadatsch, badams, hat es noch einen Unfall gegeben, Entgleisung. Und da mussten wir erstmal wieder alles sortieren. Ja, da stehst du richtig. Also das ist ganz normal, dass da was passiert. Sonst wäre ich ja gar nicht da, wenn alles glatt läuft. Ja. Nehmen wir mal die 150er da. Aber eine wirklich geile Technik. So, jetzt können wir mal zum Beispiel, dass es aber wirklich jeder glaubt, dass es Digitalbetrieb ist. Ja, lassen wir mal gucken, ob das hier ist. Ja. Machen wir mal. Das heißt, du hast analoge Stoppstellen, ne? Ja. Wo die analogen Loks abgestellt werden. Die digitale kann man ja überall abstellen. Ja, ja, ist klar. Ja. Mal umschalten. Mit Sound. Die Tester wollten das wirklich ausmachen. Gibt da wieder. Oh, jetzt habe ich halt die 8. Ist das. Das ist mir eigentlich relativ. Das mache ich am liebsten. Irgendwo so hier unten sitzen. Ich möchte auch keine Automatik haben. Mir reicht meine Lokmaus. Und was das Schöne ist, die hat kein Kabel. Ich kann hier verschiedene Züge damit steuern. Da habe ich noch zwei. Kabellose zusätzlich, also da kann man ja auch einen anderen Zug nehmen. Also mal gucken, ob ich auch alles richtig gestellt habe. Sonst aus dem neuesten Beispiel da falsch gestellt. Warum sieht man dich eigentlich in deinen Videos nicht so? Das ist so eine, ich bin nicht so für die Kamera so. Also. Außer wenn ich da bin. Ja. Müsst ihr alle sehen, das ist der Gerd live und in Farbe. Ja, ich kenne ja bestimmt schon sonst einige. Seht ihr nie wieder. Doch. Bei mir Dreck 1 auf dem Kanal zumindest nicht. Ab und an bin ich doch mal vor der Kamera, aber. Ach komm, ich filme schon wieder falsch. Da hinten kommt sie raus. Da ist natürlich schön Blaulicht noch, ne? Also ich finde die Anlage ja echt putzig, so in N, aber wirklich genial gemacht. Und vor allen Dingen das schöne, viele Grün gefällt mir ja, ne, an deiner Anlage. Und was ich auch gerne mag, sind so Details, ne? Wenn jetzt jemand da ist, dann muss irgendwie, wie man so sagt, immer das Auge hängen bleiben. Da steht eine Lok, oder? Ja, die Weiche geht geradeaus, ja. Funktioniert. Funktioniert, ja. Fährt im Tunnel, ja. Und kommt jetzt hier unten raus, gell? Nein. Nein, da oben wieder. Da fragen mich nur viele immer, was hast du denn von der Gucken die jetzt raus und da kommst du da raus.
Ich finde ja auch schön hier den Hemmschuhhalter und Schlusslichthalter und so weiter. Ne? Jetzt habe ich die Weiche falsch gestellt. Siehst du? Das sind die. Ich habe mich wieder falsch gestellt. Ist jetzt ein Kurzschluss. Warum geht die jetzt nicht? Fehler im System? Ja, Digitalstrom ist aus. Ah, bin auf die falsche Taste gekommen. Bin wieder auf analog gekommen. Siehst du? Alles wird nicht perfekt. Ach, das ist doch ein kleines Ding. Es ist ja immer noch eine Modelleisenbahn und wir möchten auch ein Spiel und wie im echten Leben gibt es auch im Spiel Probleme. Mhm. Wenn du mal bei mir bist, wirst du das merken. Ja, wir fachsimpeln jetzt noch ein wenig hier. Mhm. Gucken noch ein bisschen die Anlage an, aber ohne euch. Ne? Später wird der Meister hier noch den Grill anschmeißen hier. Ne? Vielen Dank schon mal. Ne? Bisschen Hunger haben wir schon. Und ja, wir sehen uns nachher dann, wenn ich mich nochmal melde. In dem Fall bis nachher. Und du sagst? Jo, tschüss. Genau. Und? Bis bald. Bis bald. So, wir heizen mal den Grill an hier. Also der Gerd. Nur, dass ihr es auch glaubt. Ne? Viele sagen ja immer, ach was, schwätz nix. Ne? Aber der Grill wird angeheizt. Fast ja. So wie eine Dampflok. Jawohl, mit Holzkohle. Aber mehr zeige ich jetzt nicht. So, da bin ich wieder im Auto. Ja, ein schöner Tag geht hier zu Ende. Beim Gerd und seiner Frau. Ja, an dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank für die nette Gastfreundschaft. Ne? Es ist echt immer toll, dass ihr euch so Mühe macht, ne, uns zu bekochen, begrillt, Essen serviert. Ne? Also, das ist doch alles gar nicht vonnöten, ja. Weil ich bin auch so zufrieden. Ich komme ja zu euch, ne, und dann bringt man halt ein Gastgeschenk auch mit. Da sind auch immer viele verwundert, warum, weshalb, wieso. Na, weil es einfach so ist, Punkt. So. Das ist halt bei uns in Baden so. Ne? Wenn man jemanden besucht, dann bringt man halt ein Gastgeschenk mit. In dem Fall ist halt meistens was für die Moba. Punkt. Gut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ne? Ihr gebt einen Daumen nach oben. Es war halt mal wieder ein anderes Urlaubsvideo als sonst. Ne? Ich denke mal, es wird sich wieder irgendwann in einem anderen Urlaub etwas weisen und zeigen. Und ich werde auch mal wieder Trainspotting machen irgendwo. Aber jetzt bin ich dann wieder auf Rückweg nach Hause und denke mal, ich werde die Moba-Wohnung wieder bebauen. Ich habe wieder richtig Lust und Energie drauf, ja. Weil wenn man andere Anlagen sieht, hat man natürlich viele, viele, viele Ideen. Und sieht natürlich eigene Fehler. Na gut, so ist es halt, ne? Und manchmal ist man auch sehr neidisch auf andere, die natürlich da 16 Meter langen Raum haben. Das ist aber auch alles völlig egal. Ich nicht. Deswegen muss ich durch die Wände bohren. Genau, genau. Aber ich habe es mal ausgerechnet, wenn ich jetzt den Bahnhof verlängere um einen Meter, das wäre auf jeden Fall möglich. Aber dann ist es vorbei. Deswegen wird der große Wendel fallen, auf kurz oder lang. Was? Wann das sein wird, ihr seht es in einem Video in der Moba-Wohnung. Diesen Monat bestimmt noch nicht und den nächsten wahrscheinlich nicht gleich. Aber bald ist es soweit. Ich muss mir nur noch richtig Gedanken machen, nicht dass ich wieder einen Baufehler einsetzen werde. Also gut, Ding braucht Weile. Es gibt ja noch genügend in der Winterlandschaft und an anderen Bereichen zu bauen, die ich erstmal fertigstellen möchte. Und dann können wir da durchstarten. Und der Winter ist bestimmt noch lang. Super. Echt super. Beim nächsten Mal
wieder einschalten, wenn es heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV. Man darf immer gespannt sein, was kommt. Es wird nie langweilig. Ja? Gerne darf derjenige, der es noch nicht hat, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ihr dürft natürlich auch gerne in die Kommentare etwas über dieses Video schreiben. Nein. Schade. Kanalmitglied darf man bei mir auch werden. Für die Kanalmitglieder gibt es jetzt bald natürlich noch ein Special wieder. Na? Echt jetzt? Lasst euch überraschen, was ich da vorhabe. Und ansonsten sage ich nur noch bis zum nächsten Video. Viele Grüße, Herr Markus, und tschüss.